Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich Ihnen wieder ein schönes Beispiel zeigen, wie die Menschen bei Passagierflügen veräppelt werden. Es zeigt den ganzen Wahnsinn auf, der bei solchen Flügen veranstaltet wird. Doch es zeigt uns auch wieder, dass Flugzeuge über eine flache Erde fliegen. Diese 5 Zombies sind die Flugbesatzung des Fluges Air India AI 176 von San Francisco nach Bengaluru im Süden Indiens, der am 9. Januar 2021 stattfand. Es soll der erste Flug der indischen Fluggesellschaft gewesen sein, der nur mit Frauen im Cockpit stattfand. Weiter soll dieser Flug der erste dieser Fluggesellschaft gewesen sein, der über den Nordpol geflogen sein soll. Und es soll einer der längsten Flüge, der jemals geflogen wurde, sein. Es soll dabei eine Distanz von 16.000 Kilometer in 17 Stunden geflogen worden sein. Die direkte Entfernung zwischen beiden Städten soll 14.000 Kilometer sein. Diese drei Daten sind für die folgenden Betrachtungen sehr wichtig. Dieser Flug wurde in zahlreichen Zeitungen und Internetplattformen Indiens, aber auch international ganz groß zelebriert und gefeiert. Und die Inder waren stolz auf ihre Flugfrauen. Dabei wurde immer wieder erwähnt, dass es eine große Herausforderung gewesen sei, über den Nordpol zu fliegen. Da hatten die Menschen in der Pandemiezeit wieder etwas, worüber sie sich freuen konnten, obwohl es auch nicht das Geringste mit ihnen persönlich zu tun hatte. In allen Veröffentlichungen wurde den Menschen solche oder ähnliche Bilder mit den Maulkörben gezeigt. Strahlen die Menschen auf dem Foto nicht die pure Freude aus? Der Kapitän oder die Kapitän oder das Kapitän des Air India Fluges war auch ganz stolz, dass sie zu dieser Besatzung gehörte und äußerte sich folgendermaßen, Zitat, heute haben wir Weltgeschichte geschrieben, nicht nur indem wir über den Nordpol geflogen sind, sondern alle Frauen, die dieses bereits gemacht haben. Wir sind äußerst glücklich und stolz, ein Teil davon zu sein. Sehen Sie, was für ein Frauenbild damit verbreitet werden soll? Außerdem hat sie noch gesagt, diese Route hat 10 Tonnen Kraftstoff gespart. Dieser längere Flug soll also auch noch Kraftstoff gespart haben. Sie werden später erkennen, dass dieses sowohl nicht stimmen kann, und wenn man weiß, was Flugzeuge tatsächlich verbrauchen, kann man über diese Aussage nur noch lachen, wie über alles andere auch. Bevor wir diesen Flug genauer betrachten, möchte ich einige Überlegungen anstellen, die den ganzen Wahnsinn der Erdkugeltheorie verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier die Erdmurmel. Ja, für Menschen, die wissen, dass wir auf einer flachen Erde leben, ist diese Vorstellung schwer. Für die noch Kugelgläubigen dürfte das jedoch kein Problem sein. Bei N soll sich der Nordpol und bei S der angebliche Südpol befinden. Die rote Linie ist der Äquator mit dem Breitengrad 0. Auf diesem Äquator befinden sich Punkt A irgendwo in Asien und Punkt B in der Nähe von Mittelamerika. Punkt A befindet sich dann auf dem Breitengrad 0 und dem Längengrad 90 Grad Ost. Und Punkt B liegt auf dem Breitengrad 0 und dem Längengrad 90 Grad West. Beide Orte liegen dann 180 Längengrade auseinander. Der Umfang des Äquators soll sich errechnen aus 360 Längengrade mal 111,12 Kilometer ist 40.000 Kilometer, was dann auch gleichzeitig der Umfang der Kugel sein soll. Da es sich ja um eine Kugel handelt, ist der Umfang dann auch hier auf dem blauen Kreis 40.000 Kilometer. Dieser Umfang soll sich dann aus 360 Breitengraden mal 111,12 Kilometer ist 40.000 Kilometer errechnen.
Da Punkt A und Punkt B 180 Grad auseinander liegen, müsste die Entfernung zwischen beiden Punkten 180 Grad mal 111,12 Kilometer ist 20.000 Kilometer sein, sowohl auf dem Äquator als auch auf dem blauen Umfang. Beide Umfänge sollen sogenannte Großkreise sein, auf denen zum Beispiel Flugzeuge über diese Erdkugel fliegen sollen. Auf welchem Großkreis würde ein Flugzeug jetzt von A nach B oder von B nach A fliegen, wenn die Erde eine Kugel wäre? Beide Großkreise sollen ja gleich lang sein und die kürzeste Verbindung zwischen beiden Punkten auf dieser Kugel darstellen. Um das zu beantworten und aufzuzeigen, dass es überhaupt keine Großkreise gibt, weil es auch überhaupt keine Kugel gibt, müssen wir eine andere Karte zur Hilfe nehmen. Hier ein Ausschnitt aus einer Karte aus dem Jahre 1943, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, auf denen die Militärflüge der damaligen Zeit eingezeichnet sind. Solche strategischen Karten benutzte zum Beispiel die Luftwaffe. Die Flugrouten zeigen immer die direkte und damit kürzeste Verbindung zwischen den Orten an. Hier gibt es keine idiotischen Kurven, die die Flugzeuge fliegen sollen. Die Verfechter der Kugelerde bezeichnen solch eine Karte als Azimutalprojektion. Es soll die Fläche der Erdmurmel quasi aufgeklappt auf eine zweidimensionelle Fläche darstellen. Menschen, die wissen, dass wir nicht auf einer Kugel leben, wissen natürlich auch, dass diese Karte einen Teilausschnitt der wahren, flachen Erde mit dem Zentrum, dem Nordpol, zeigt. Der rote Kreis ist der sogenannte Äquator. Hier zum Beispiel einer der längsten Non-Stop-Flüge dieser Zeit von New York nach Irkutsk in Russland, der in einer direkten und somit kürzesten Verbindung sogar über den Nordpol führt. Die Entfernungsangaben sind in Landmeilen angegeben, die uns im Moment jedoch nicht zu interessieren brauchen. Hier dann unsere beiden Punkte von der Erdmurmel. Beide Punkte liegen auf dem roten Kreis, dem Breitengrad 0, Punkt B auf dem 90. Längengrad West und Punkt A auf dem 90. Längengrad Ost. Beide Punkte liegen damit 180 Breitengrade auseinander. Ein Breitengrad soll 111,12 Kilometer lang sein. 180 Breitengrade mal 111,12 Kilometer ist 20.000 Kilometer. Dann ist die Entfernung von Punkt B nach Punkt A 20.000 Kilometer und die direkte und damit kürzeste Verbindung zwischen beiden Punkten, die auch ganz genau über den Nordpol führt. Wenn diese Abbildung solch eine Azimutalprojektion, also eine Wiedergabe der Erdkugel auf eine zweidimensionale Fläche ist, wie die Pseudowissenschaft behauptet, dann müsste der halbe Umfang des roten Kreises ebenfalls 20.000 Kilometer lang sein, weil es ja ein sogenannter Großkreis sein soll, der einen Umfang von 40.000 Kilometer haben soll. Das kann jedoch nicht sein. Wenn die Entfernung von B nach A 180 Breitengrade oder 20.000 Kilometer beträgt, dann ist die Entfernung von B bis zum Nordpol 90 Breitengrade oder 10.000 Kilometer. Diese 10.000 Kilometer sind aber auch der Radius des roten Kreises. Wenn jedoch der Radius 10.000 Kilometer ist, kann der Umfang des roten Kreises niemals 40.000 Kilometer sein. Der Umfang müsste viel größer sein. Und zwar genau 62.831 Kilometer. Und der Flächeninhalt des roten Kreises ist damit über 314 Millionen Quadratkilometer groß. Wenn jedoch der Umfang des roten Kreises 360 Längengrade mal 111,12 Kilometer ist 40.000 Kilometer sein soll, wie die Pseudowissenschaft behauptet, kann der Abstand von B nach A nicht 20.000 Kilometer betragen, da der Radius des roten Kreises ja nur 6.371 Kilometer beträgt und der Durchmesser dann 12.742 Kilometer sein muss.
Dann stimmen jedoch die Breitengrade und damit die Längenangaben nicht mehr. Entweder ist der Umfang des roten Kreises 40.000 Kilometer und damit der Radius 6.371 Kilometer oder der Radius ist 10.000 Kilometer und der Umfang dann 62.831 Kilometer. Beides zusammen ist unmöglich. Dann kann diese Karte und alle anderen Karten, die den Nordpol als Mittelpunkt haben, auch keine angebliche Azimutalprojektion der angeblichen Erdkugel sein. Wenn diese Karten keine Abbildung einer Erdkugel sind, gibt es überhaupt keine Erdkugel. Und diese Karten zeigen die wahre Gestalt der Erde, eine flache Erde mit einem Radius von 10.000 Kilometer für den roten Kreis. Der Abstand von Punkt B zum Nordpol sind 10.000 Kilometer und der Abstand vom Nordpol zum Punkt A sind auch 10.000 Kilometer. Das sind dann 20.000 Kilometer. Beide Punkte liegen 180 Grad auseinander. Dann können wir auch mit Hilfe der Dreiecksberechnung ermitteln, dass beide Punkte 20.000 Kilometer voneinander entfernt sind und es die kürzeste Verbindung zwischen beiden Punkten ist. Schauen wir uns jetzt ein konkretes Beispiel an. Dieses ist der Flug New Orleans in den USA nach Kalkutta, auch Kolkata genannt, in Indien, mit den offiziellen Daten des Kugelerdesystems. Die Entfernung soll 14.176 Kilometer betragen. Hier die beiden Städte mit den Koordinaten. Beide Städte liegen innerhalb des Roten Kreises, fast auf dem gleichen Längengrad. New Orleans liegt 6.673 Kilometer und Kalkutta 7.493 Kilometer vom Nordpol entfernt. Beide Städte liegen 178,41 Längengrade auseinander. So findet der Flug statt. Es ist fast die direkte und kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten. Von New Orleans 6.673 Kilometer zum Nordpol und von dort 7.493 Kilometer bis Kalkutta. Es sind 14.166 Kilometer. Dieser flache Erdeflug wird uns dann auf der angeblichen Erdkugel in dieser Kurvenlinie angezeigt, der dann 14.171 Kilometer lang sein soll. Die kürzeste und direkte Verbindung mit Hilfe der Dreiecksberechnung wäre 14.164 Kilometer, also nur 2 Kilometer kürzer als die beiden Entfernungen der Städte zum Nordpol. Dieses waren Beispiele, in denen sich die Orte auf oder innerhalb des Roten Kreises befanden, der eindeutig einen Radius von 10.000 Kilometer hat. Damit ist schon klar bewiesen, dass der Umfang des Roten Kreises niemals 40.000 Kilometer betragen kann, sondern 62.831 Kilometer. Je größer der Radius auf dieser Karte wird, desto größer wird auch der Umfang werden. Jetzt schauen wir uns den ganzen Wahnsinn der Erdmurmel an, wenn ein Ort oder auch beide sich außerhalb dieses roten Kreises befinden. Hier drei Routen auf der Murmel. Es sind Flüge, die in der Realität nicht stattfinden, weil die Distanz viel zu groß ist. Doch die Suchmaschinen zeigen fast alles an, was man eingibt. So würden die Flüge verlaufen und die angezeigten Flugrouten, also diese Kurvenlinien, sollen die kürzesten Verbindungen und damit die kürzesten Entfernungen zwischen diesen Städten sein. Der Flug Quito-Singapur und auch die kürzeste Verbindung zwischen diesen Städten soll in einem nördlichen Bogen verlaufen. Der Flug Quito-Palembang auf Sumatra soll ebenfalls die kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten auf dieser Murmel anzeigen. Diese Verbindung soll jedoch jetzt in einem südlichen Bogen verlaufen, obwohl Palembang nur 400 Kilometer von Singapur entfernt ist.
Und der Flug Lima-Singapur, es soll sich auch hier um die kürzeste Verbindung handeln, soll dann in einem noch weiteren südlichen Bogen sogar über die riesige sogenannte Antarktis gehen. Quito liegt kurz unterhalb des Äquators und Singapur knapp oberhalb des Äquators. Lima und Palembang liegen unterhalb des Äquators. Die Entfernung Quito-Singapur, der kleine nördliche Bogen, soll mit 19.734 Kilometer die längste und die Entfernung Lima-Singapur, der riesige südliche Bogen mit 18.818 Kilometer, sogar die kürzeste sein. Schauen wir uns diese Routen und Entfernungen jetzt auf einer sogenannten Azimutal-Projektion an. Hier die World Map of the Air Age, auch eine Karte aus den 1940er Jahren der zivilen Luftfahrt. Diese Karte hat ja wohl noch ihre Gültigkeit, weil die Kontinente wohl noch vorhanden sind und sich auch nicht verschoben haben. Laut Pseudowissenschaft soll es auch eine Karte der aufgeklappten Erdkugel darstellen. Die abgebildeten Flugrouten sind auch hier die kürzeste und direkte Verbindung zwischen den Orten, wie es sich bei Flügen ja auch gehört. Der rote Kreis soll auch hier den Äquator darstellen und der Nordpol ist auch hier das Zentrum und am Ende der Karte ist dann immer Süden. Das sind dann die offiziellen Daten für die Entfernung zwischen beiden Städten. Die Luftlinie soll 19.732 Kilometer lang sein. Was ist jetzt die Luftlinie? Diese komische Bogenlinie oder diese gerade Linie, die in gegengesetzter Richtung über Südamerika, den Atlantik, über Afrika und über den Indischen Ozean führt? Ist das die direkte Entfernung zwischen den Städten? Auf einer Kugel gibt es doch überhaupt keine geraden Linien und die kürzesten Verbindungen sollen doch immer Großkreise sein. Die kürzeste Verbindung soll doch diese Bogenlinie sein, die oberhalb des Äquators über den Pazifik führt. Das müsste dann diese blaue Bogenlinie sein. Dann müsste die rote gerade Linie viel kürzer sein als diese 19.734 Kilometer. Wenn diese rote Linie jedoch kürzer ist, kann die blaue Linie nicht die kürzeste Verbindung sein. Sie sehen den ganzen Irrsinn, der uns auf solchen Abbildungen präsentiert wird. Verlassen wir jetzt diesen ganzen Wahnsinn und schauen uns das Ganze auf der flachen Erdekarte an. Hier dann die Städte Quito und Singapur mit den Koordinaten. Singapur liegt innerhalb des Roten Kreises und Quito knapp außerhalb. Singapur liegt 88,71 Breitengrade und damit 9.857 Kilometer und Quito 90,23 Breitengrade oder 10.026 Kilometer vom Nordpol entfernt. Beide Städte liegen in einem Winkel von 177,63 Grad auseinander. Dann ist die direkte und kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten 19.878 Kilometer. Die Entfernung auf der Kugelerde soll 19.734 Kilometer betragen. Diese Flugroute ist die kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten, die über den Nordpol führt. Jede Route, die davon abweicht, muss dann zwangsläufig auch länger sein. Die angezeigte Flugroute und auch die kürzeste Entfernung auf der Murmel soll jedoch diese sein, weit und breit kein Nordpol zu sehen. Das Flugzeug bewegt sich nur wenige Breitengrade oberhalb des sogenannten Äquators. Das wäre dann etwa diese blaue Bogenlinie auf der angeblichen Azimutalprojektion. Das kann jedoch niemals die kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten sein, weil das immer die gerade Linie ist. Die Entfernung müsste viel größer sein, weil der Umfang des Roten Kreises ja bereits 62.831 Kilometer beträgt. Und was ist jetzt diese gerade Linie? Wenn das die Luftlinie, die kürzeste Verbindung sein soll, wo finden wir die auf unserer flachen Erdekarte? Es wäre dann diese rote Bogenlinie in die ganz andere Richtung. Das kann jedoch auch niemals die kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten sein, weil das immer die gerade Linie ist.
Die Entfernung müsste viel größer sein, weil der Umfang des Roten Kreises ja bereits 62.831 Kilometer beträgt. Bei der direkten Entfernung und damit auch bei der idealen Flugroute zwischen Quito und Palembang ist das Ganze noch krasser. Obwohl Singapur und Palembang nur wenige Breiten- und Längengrade auseinander liegen und nur 400 Kilometer voneinander entfernt sind. Hier die Koordinaten. Beide Städte liegen außerhalb des Roten Kreises. Palembang liegt 92,99 Breitengrade und somit 10.333 Kilometer vom Nordpol entfernt. Quito liegt 10.026 Kilometer vom Nordpol entfernt. Der Winkel zwischen beiden Städten beträgt 176,72 Grad. Mit Hilfe der Dreiecksberechnung können wir die direkte und kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten errechnen. Dann ist die direkte und kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten 20.350 Kilometer. Diese Flugroute würde fast über den Nordpol führen. Jede Route, die davon abweicht, muss dann zwangsläufig auch länger sein. Die angezeigte Flugroute und auch die kürzeste Entfernung auf der Murmel soll jedoch diese sein. Weit und breit kein Nordpol zu sehen. Im Gegenteil, die Flugroute würde sogar in einem Bogen in den Süden führen und über Neuseeland und Australien nach Sumatra führen und nur 19.543 Kilometer lang sein. Das wäre dann etwa diese blaue Bogenlinie auf der angeblichen Azimutalprojektion. Das kann jedoch niemals die kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten sein. Die Entfernung müsste viel, viel größer sein, weil der Umfang des Roten Kreises auch hier bereits 62.831 Kilometer beträgt und der Umfang in Richtung Süden immer größer wird. Jetzt das letzte Beispiel für den ganzen Irrsinn, der uns mit dieser Erdmurmel präsentiert wird. Hier die Koordinaten von Lima und Singapur. Lima liegt außerhalb und Singapur innerhalb des Roten Kreises. Die direkte und damit kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten soll auf der Erdmurmel nur 18.821 Kilometer betragen. Lima liegt 104,04 Breitengrade oder 11.338 Kilometer und Singapur 9.857 Kilometer vom Nordpol entfernt. Der Winkel zwischen beiden Städten beträgt 179,12 Grad. Die direkte und damit kürzeste Entfernung können wir wieder mit der Dreiecksberechnung errechnen. Die Distanz ist 21.194 Kilometer. Diese Entfernung müsste auch auf der Murmel gelten, wenn diese Abbildung der Erde eine aufgeklappte Erdkugel sein soll. Dieses ist die direkte und kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten und wenn es einen Flug geben würde, dann wäre dieses die Flugroute, natürlich auch wieder über den Nordpol. Die angezeigte Flugroute und auch die kürzeste Entfernung auf der Murmel soll jedoch diese sein, weit und breit auch hier kein Nordpol zu sehen. Im Gegenteil, die Flugroute würde sogar in einem Bogen weit unterhalb des Äquators in den Süden und über die sogenannte Antarktis nach Singapur führen und nur 18.818 Kilometer kurz sein. Diese Flugroute kann auf dieser Karte überhaupt nicht angezeigt werden, weil hier überhaupt kein Südpol eingezeichnet ist. Dieses Nicht-Anzeigen der angeblichen Antarktis finden wir bei den sogenannten Azimutalprojektionen sehr häufig, um keinen Hinweis auf die tatsächliche Beschaffenheit der wahren Erde zu geben. Diese Antarktis finden wir nur auf der wahren flachen Erdekarte als Eisrand, der die Erde umgibt und das Abfließen der Gewässer verhindert. Das wäre dann in etwa die kürzeste Entfernung zwischen beiden Städten und gleichzeitig die Flugroute, wenn diese Karte eine Abbildung der Erdmurmel wäre, wie die Pseudowissenschaft behauptet.
Da der Umfang des Roten Kreises bereits 62.831 Kilometer beträgt und der Radius und damit auch der Umfang auf dieser Fläche nach außen immer größer wird, müsste die Länge der blauen Linie, also die Entfernung zwischen beiden Städten, auch viel, viel größer sein. Fazit: Die sogenannten Azimutalprojektionen bilden nicht die Pseudo-Erdkugel ab, sondern es sind Karten der wahren flachen Erde. Das System benutzt teilweise die Entfernung dieser flachen Erde, zeigt sie jedoch in den idiotischen Kurvenflügen auf der Erdmurmel. Innerhalb des Roten Kreises weichen die Erdkugelentfernungen nicht so stark von den tatsächlichen Entfernungen der flachen Erde ab. Außerhalb des Roten Kreises werden die tatsächlichen Entfernungen zwischen den Orten jedoch immer größer, weil der Radius und damit der Umfang immer größer wird. Hier wird dann bei den Murmelerde-Angaben manipuliert, gelogen und betrogen. Doch jetzt zum sensationellen Air India Frauenflug über den Nordpol. Hier ein Bild der Flugroute im Flugradar, welches auf der Air India Webseite veröffentlicht wurde. Es ist eine flache Erdekarte. Hier die Vergrößerung unserer flachen Erdekarte. Der rote Kreis soll der angebliche Äquator sein. Und hier die eingefügte Flugroute, die wahrscheinlich den Passagieren während des Fluges auch auf den Monitoren über ihren Sitzen angezeigt wurde. Diese Flugrouten, die während der Flüge angezeigt werden, haben nicht immer etwas mit der tatsächlichen Flugroute gemeinsam. Kontrollieren können das nur die Passagiere selbst, indem sie überprüfen, ob das, was angezeigt wird, mit dem, was sie sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen, übereinstimmt. Doch die Menschen schlafen, essen, sehen Filme während des Fluges und dadurch bleibt ihnen auch dort die Wahrheit verborgen. Dieses ist dann die Flugroute von Flug AI 176 auf der wahren flachen Erde. Der Flug soll 16.000 Kilometer lang gewesen sein und 17 Stunden gedauert haben. Er fand innerhalb des Roten Kreises statt. Dieses wäre dann die direkte und kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten, die nicht einmal über den Nordpol führt. Ist dieser Flug wirklich so ungewöhnlich oder wurde da einfach nur manipuliert, um ein Ereignis zu haben und auch das Kugelerde-Weltbild in den Köpfen der Menschen zu verfestigen? Wie lang ist die wirkliche Entfernung zwischen beiden Städten? Hier die offizielle Entfernung von 14.000 Kilometer aus dem Kugelerde-System mit den Koordinaten der beiden Städte. San Francisco liegt auf dem Breitengrad 37,77 Grad und dem Längengrad minus 122,42. Bengaluru auf dem 12,97 Breitengrad und dem 77,59 Längengrad. Dann liegt San Francisco 52,23 Breitengrade vom Nordpol entfernt. 32,23 Grad mal 111,12 Kilometer ist 5804 Kilometer. San Francisco liegt damit 5804 Kilometer vom Nordpol entfernt. Bengaluru liegt 77,03 Breitengrade vom Nordpol entfernt. Mal 111,12 Kilometer ist dann 8560 Kilometer. Das ist dann die Entfernung von Bengaluru zum Nordpol. Beide Städte liegen im Winkel von 159,99 Grad auseinander. Dann ist die direkte und damit kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten auf der wahren flachen Erde 14.154 Kilometer. Der Flug AI 176 findet regelmäßig zwischen San Francisco und Bengaluru statt und man kann ihn in den Kugelerde-Suchmaschinen finden und auch buchen. Wir finden dann viele verschiedene Flugrouten für diesen einen Flug. Wie diesen, ein Flug, der in einem südlichen Bogen von San Francisco nach Bengaluru über den stillen Ozean führen soll, etwa 14.000 Kilometer lang sein soll und in einer Flugzeit von über 17 Stunden absolviert werden soll.
Ein anderer Anbieter zeigt uns dann diese Flugroute für den gleichen Flug. Der Flug soll dann in einem nördlichen Bogen sein Ziel erreichen. Es geht über Alaska, Russland und ganz Asien nach Indien. Flugdistanz auch etwa 14.000 Kilometer und die Flugdauer soll auch über 17 Stunden betragen. Hier noch eine andere Ansicht dieses Fluges. Schauen Sie sich die Größe Grönlands im Verhältnis zu Südamerika oder Afrika an. Und noch viel wichtiger, sehen Sie die gewaltige Größe der sogenannten Antarktis? Der größte Teil der Landmassen der Erde könnte hier leicht untergebracht werden. Hier dann die Flugroute von einem Anbieter, bei dem man sich den Flug in Echtzeit anschauen oder nach der Landung noch einmal Revue passieren lassen kann. Es ist ein Flug, der am 19. Januar 2021 stattgefunden hat. Auch hier geht es in nördlicher Richtung, jetzt aber über Kanada und Grönland, Finnland, Russland nach Indien. Flugdistanz auch 14.000 Kilometer und Flugzeit auch über 17 Stunden. Alle gezeigten Flugrouten sollen dann sogenannte Großkreise sein, auf denen sich Flugzeuge über die Murmel bewegen sollen, wie Glaubensanhänger der Kugelreligion so gerne argumentieren. Alle Wege führen nach Rom, nee, nach Indien, in gleicher Zeit und gleichen geflogenen Kilometern. Einfach nur krank und schizophren. Hier noch einmal die Flugrouten auf dieser idiotischen Kugel. Die rote Route führt in einem nördlichen Bogen über Alaska, Russland und China nach Bengaluru, 14.000 Kilometer und über 17 Stunden lang. Die grüne Route führt dann in einem Bogen weit in den Süden über den Pazifik, unterhalb Japans entlang, über Südostasien nach Indien, ebenfalls 14.000 Kilometer und über 17 Stunden lang. Die lila Route führt über die USA und Kanada, über Grönland, Finnland und Russland nach Indien, auch 14.000 Kilometer und 17 Stunden lang. Und hier der Polarflug, Flugzeit auch über 17 Stunden, jedoch 16.000 Kilometer und damit 2.000 Kilometer länger als alle anderen Flüge. Können Sie das glauben? Hier die Flugrouten auf der wahren flachen Erde. Dieses ist die direkte und damit kürzeste Verbindung zwischen beiden Städten, die nicht über den Nordpol führt. Die Entfernung ist 14.153 Kilometer. Dies ist dann die grüne Route. Sie soll nur 14.000 Kilometer lang sein und die Flugzeit soll über 17 Stunden betragen. Das ist unmöglich. Der Flug müsste viel länger sein als der gelbe Flug aus den weiter oben geschilderten Gründen. Die lila Route soll auch nur 14.000 Kilometer lang sein und über 17 Stunden dauern. Diese Route nähert sich dann schon der gelben Ideallinie, ist in der Realität jedoch auch länger als 14.000 Kilometer, weil ja die gelbe Linie bereits über 14.000 Kilometer lang ist. Die rote Flugroute auch nur 14.000 Kilometer und über 17 Stunden lang ist schon näher an der Idealroute, müsste natürlich auch noch weiter sein als diese angegebenen 14.000 Kilometer. Und hier dann der ach so spektakuläre Polarflug. Er soll dann 16.000 Kilometer lang gewesen sein, aber auch nur 17 Stunden gedauert haben. Er kommt der Idealfluglinie am nächsten, soll aber am weitesten gewesen sein. Der Polarflug ist die kürzeste Flugroute von allen, weil er auf oder in der Nähe der gestrichelten blauen Linie verlaufen ist, die die direkte Entfernung der beiden Städte zum Nordpol von 5.804 Kilometer bzw. 8.560 Kilometer darstellt und zusammen dann 14.365 Kilometer lang ist. Er hat bestimmt keine 16.000 Kilometer zurückgelegt. Höchstwahrscheinlich bewegt sich der normale Linienflug auf und in der Nähe der gelben Ideallinie und ist mit Sicherheit länger als die angegebenen 14.000 Kilometer, weil die gelbe Linie bereits 14.153 Kilometer lang ist.
Mit dem Polarflug wurde mit Absicht eine längere Flugroute gewählt, um ihn zu Propagandazwecken zu benutzen. Damit die Flugzeit von über 17 Stunden erreicht wurde, musste einfach etwas schneller geflogen werden. Dass dabei Kerosin eingespart wurde, möchte ich bezweifeln. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass Flugzeuge diese großen Mengen Kerosin verbrauchen, wie uns erzählt wird, was ich jedoch auch bezweifle. So flog AI-127 über eine stationäre, flache Oberfläche einer flachen Erde. Es war nichts Außergewöhnliches und nur ein Propagandaflug, um die Menschen in der Plandemiezeit abzulenken und weiter Gehirn zu waschen, das gewünschte Frauenbild weiter zu verbreiten und die Kugeltheorie weiter aufrechtzuerhalten. Wir leben auf einer von der Schöpfung kreierten flachen, unbeweglichen Erde unter dem Himmelszelt, unter der Kuppel, wie in einem Terrarium, in dem nichts Materielles hinein und auch nichts heraus kann. Alles Gute, alles Schöne, alles Weise.